Der Herr und er ist ja noch on. Ja. Mensch, wenn ich Urlaub habe, ne, dann will man das ja ein bisschen nutzen. Aber wie gesagt, morgen ist streamfreier Tag. Da wäre ich mit Frauchen mal ein bisschen auf der Couch chillen. Wollen ein bisschen Serie gucken, ein bisschen Film gucken. Lecker Muffe machen. So, warum habe ich mir jetzt eigentlich meinen Weg nicht fertig gemacht? Wir wollen zum Nordlager. Also alles da oben. Okay. Und nebenbei, wenn ich immer hier unten bin, den Don noch rausziehen. Das wäre doch eine Maßnahme, ne? Wo steht der? Wo steht der? Erstmal, wie heißt denn die Mission, die wir jetzt machen? Versorgungsfahrt. Achso, dort soll er abgeliefert. Ach, dort hinten steht da, ne? Wenn ich das hinkriege, wäre das schon geil. Dieser Weg ist übrigens komplett Pisse, den ich da jetzt fahre. Naja, rein theoretisch. Ja, die hat auch frei. Ah, die hat morgen einen Termin. Die ist schon im Bettchen heute. Ich muss es nutzen. Ich könnte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das wäre schon übelst geil. Das wäre schon geil. Wie sieht denn der eigentlich von drin aus? Interessant, okay. Welches Fahrzeug? Na, der kleine rote Scout, der immer wieder umkippt. Ja, wie traurig. Ja, dann komm, ist immer schön in Christians Stream, dann sag auch dir Bescheid. Okay. So, kommst du hier durch, so ohne weiteres? Interessant. Ich hätte Diff natürlich noch anmachen können, habe ich vergessen, ne? Oder habe ich es angehabt? AIL! Das ist die Umkippstelle! Gott, Necro, du darfst mich das jetzt nicht fragen. Also, ich weiß ja nicht, wann du das letzte Mal SnowRunner hier geguckt hast. Ich denke mal, ja. Da läuft schon ein kleines bisschen besser jetzt. Sag mal, sollte dich einer deiner Airmen mal irgendwo treffen, ansprechen, ja oder nein? Siezen oder duzen? Fotos, ja oder nein? Ja, auf jeden Fall duzen, ne? Foto machen ist bis jetzt noch nie passiert. Komme ich hier so ohne weiteres rüber? Ach hier, drumrum fahren. Es wäre so geil, wenn wir das jetzt hinkriegen.
den Don dort rauszerren. Hä? Ach so. Meine deine alten Streams, wo gefühlt alles schief ging und nicht mal eine Stunde spielt, das glaub war jetzt am Wochenende. Ja, ja, genau das Ding. Genau das Ding. Nee, da läuft's definitiv viel, viel besser im Vergleich jetzt. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zum Don. Ich weiß noch nicht, ob ich mir da langsam wegen Sprit auch mal einen Kopf machen muss. Okay, das war ein Abo bei YouTube. Kann man machen. Ich krieg da den Alert hier aus OBS nicht raus. Ne? Ist überall gelöscht, in keiner Quelle mehr eingezeichnet und so. Trotzdem diese Scheiße immer noch da. So, wo steht er denn? Yeah, so weit oben. Sorry, wo ist denn hier ein Weg? Da schon mal nicht, Christian. Nee, habe ich leider nicht. Ich habe nichts Neues von Mirko gehört. Ah, ich werde morgen mal Kontakt aufnehmen. So blöd, wie es klingt, weil ich morgen einkaufen fahre und ich muss ja wissen, ja, brauche ich jetzt am Wochenende noch was zu essen? Oder muss mein Frauchen sich nur kümmern wegen was? Ja, wenden wird nur assi. Das Gute ist, du kannst dann natürlich so schön so einlenken. Mit dieser Knicklenkung, es hat auch wirklich seine Vorteile. Und dort ist er doch, ne? Du Scheiße. Ey, sorry. Da bin ich blind? Ach, da! Ich mein Nobelhobel hier gewendet? Ich denk mal schon. Ist so eine perfekte Schneise zum Wenden. Mensch, Leute, mit dem übelst geilen Vorschlag vom Chunk heute, mit dem Call-Off und dann jetzt noch mit den Antarktik. Wirklich zwei tolle neue LKWs. Die, ja, mich eventuell ein bisschen weiterbringen wieder. So. Versuch mal jetzt mal. Jetzt am besten nicht umzukippen. Okay, Moment. Okay, ganz ruhig.
Ich habe mich hier eine echt beschissene... Wieso tut er das? Ich habe hier echt gerade Probleme, wieder auf Kurs zu kommen. Nee. Oh. Oh, Leute. Sag mal, habe ich den noch dran hier? Ja. Gut, Leute, wir sind hier draußen. Das ist schon mal viel wert. Das ist richtig viel wert. Ja, wir müssen echt mal tanken, ne? Den Job wäre ich im Real Life los. Das kannst du vergessen. Ich hätte den Job. So, jetzt gucken wir mal, wo hier der... Oh, der Typ war. Versorgungsfahrt müssen wir uns nur mal merken. Notlösung war das doch. Nee, war es nicht. Okay. Also hier. So, wieder so ein richtig scheiß, richtiger Scheißweg. Obwohl, das geht hier eigentlich. Und los. Mache ich das mit Sprit? Ach, überlege mir neu. Jetzt schaffen wir erstmal die Kiste hier weg. Aber lenkungstechnisch musst du hier echt aufpassen. Gott. Oh. Leute, das war der erste Streich.
So, jetzt gucke ich mal. Das war Versorgungsfahrt. Tanke sieht eher schlecht aus, ne? Bis da hoch. Da kann ich auch rein theoretisch. Naja, geht. Zu Christian wäre es fast das Doppelte, wenn nicht Dreifache. Ach, seid ihr jetzt wegen Strecke oder was hier? Ah, okay. Tja. Oder halt Tankfahrzeug holen. Was haben wir denn hier stehen? Ah, da steht der Kolob, okay. Und die Scheiße ist hier. Naja, aber vielleicht, ich fahre mal so weit wie geht. Genau, dann fahren wir mal hier. Fahren hier. Fahren hier. Und wenn ich dann irgendwie... Guck mal, hier waren wir ohne Gorni, ne? Versuchen wir mal hinzukommen. Fahr mal so weit wie geht. Und erst wenn sie weitergeht, machen wir uns da einen Kopf. Wie lange hast du frei? Ich habe jetzt die Woche und nächste Woche habe ich noch frei. Aber nächste Woche habe ich mir schon so ziemlich verplant. Mit so Sachen unternehmen und machen. Ja, und dann war es das. Dann war es das dann auch schon wieder mit Urlaub, ne? Nein, ich bin nicht eingepennt. Bist du nicht? Steine. So. Es muss ohne Diff gehen, wir müssen Sprit sparen. Den Gesichtsausdruck, ja, wegen Umkippen, ne? Das sah schon wieder sehr gefährlich aus. Hier rüber. Da müssen wir es probieren. Kleines, geiles Stück, du!
Aber Leute, ehe ich hier noch weiter wegfahre, soll ich mir langsam mal Gedanken um Sprit machen. Gehen wir. Oh, Knuddel, was war los? Ausbildung, was passiert? Ach, wegen Voldemort. Ich mache hier eine Scheiße gerade. Der David schläft bei mir auch immer gut ein. Naja, aber das haben mir einige schon gesagt, dass sie so gern so Let's Plays manchmal von mir anmachen, so zum Einpennen und so. Ja, stört mich jetzt nicht so, ne? Schon in Ordnung. So, wisst ihr was? Ich will mal hier durchfahren. Einfach mal gucken. Da unten nachtanken. Und hier sind wir doch drüber gekommen. Grünau. Ist ein Kompliment. Ich danke dir. Nehme ich auch so oft, weil ich gucke mir auch gerne von anderen so Let's Plays an oder lass das so nebenbei daddeln zum Einpennen. Mache ich ganz genauso. Und King of Queens lief bei mir auch eine ganze Zeit zum Einpennen. Und zurzeit läuft übrigens alle unter einem Dach. Immer so zum Ende noch ein schönes Upgrade, aber nee. Ich bin bei Akimbo FM immer ein. Es dauert manchmal eine Woche, bis ich den Cast durch habe. Bei drei Nasen kann ich nicht pennen. Zu spannend einfach. Okay. Okay. Bei uns laufen auch immer diverse Serien zum Schlafen. Ja, ja. Ja, ja, hier komme ich und rette dich. Hatte mal eine Let's Play-Ausgabe, da bin ich immer eingepennt. Dann musste ich. Was? Dann wusste ich nicht mehr, wo ich war. Fahre von vorne an, penne wieder ein. Ich glaube, habe 5 Anläufe gebraucht, bis ich mit der Folge durch war. Ja, man kennt's, ne? Man kennt's. So, Leute. Wir können tanken. So. So, wo will ich hin? Ich will da hoch. Das muss doch klappen hier so einfach mal so. Querfeldein. Testen. Einfach mal testen. Bis jetzt hat er uns ja noch nie so im Stich gelassen, der Antarktiker.
wirst du auch Champignons dann über Twitch streamen. Meinst du jetzt Champions? Champions haben wir sogar schon über Twitch gestreamt, Laketti. Oh, ich dachte. Alles gut, Laketti, alles gut. So, der Weg war hier nicht so cool. Oh, ich grill immer. Grillen kann ich, alles gut. Also diese Versorgungsfahrtmission, die will ich noch machen heute. Aber ich denke, mehr wird es dann nicht. Dann haben wir mit dem Stream vorher und jetzt haben wir wieder ordentlich was geleistet hier in SnowRunner. Ah, ist doch schön so. Der Antarktik ist echt nicht so blöde, ne? So, jetzt so zu diesem Ostlager. Das ist ja nicht so weit weg. Wenn ich es schaffen würde... echt beschissen, weil man hier so halt diesen Weg wieder finden muss. Ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass der Antarktik es schafft, wenn wir hier zurückfahren. Guck mal, hier war ich auch noch nie. Komm, das nutzen wir mal. Das nutzen wir mal. Wenn du SnowRunner Platin bekommst, darfst du das in deinen Lebenslauf für die nächste Bewerbung reinschreiben. Und sonstiges, ne? Und sonstiges. Genau so sieht es nämlich aus. Ah, das wird, glaube ich, nie passieren. Aber man sollte niemals nie sagen, ne? Man sollte niemals nie sagen. Das macht mir Mut, Laketti. Okay. Ja, ich habe schon mal drüber nachgedacht, aber... Ich sage mal, das Schlimmste ist eigentlich wirklich die Sache, dass du wirklich alle Missionen und alle Aufträge erledigen musst. So, jetzt fahre ich hier aber mal... Oh, ich bin doch jetzt hier gerade eingebrochen. Ist hier ein Upgrade? Blöde Idee. Was denn hier? Warum ist die Nachricht? Was soll das Problem sein hier? Das
Leute, ich muss hier irgendwie im scheiß Arsch mal wieder rum. Das ist halt das Riesenproblem mit den Antarktik. Was? Also ich finde, das Spiel ist gar nicht mehr beim Christian wegzudenken. Daran wird man sich erinnern. Ja, ja. Es ist halt eine Sucht. So, Leute. Okay, anderer Weg, anderer Weg. Da versuche ich... Ja, das könnte klappen. Ist zwar ohne ganz schöne Matschepfütze. Und dann versuchen wir erstmal hier so hoch zu fahren. Das könnte was werden. Bin wach! Alles klar, Olli. Alles klar. Ich will das jetzt hier noch schaffen. Ohne dich als Person, die das zockt, wäre das Game wohl auch zu... Bitte! Okay. Okay. Beziehungsweise man hätte das Spiel nie kennengelernt. Okay, das ist ein Kompliment. Du bekommst vielleicht Christian weg von SnowRunner, aber SnowRunner niemals weg von Christian. So, komme ich jetzt hier rum? So, das solltest du doch jetzt schaffen, mein Gott. Also da setze ich jetzt mein ganzes Vertrauen in dich. Gefährlicher Wasserstand und das für einen Antarktiker. Wo wieder mehr. Ja, das Ding ist halt, wenn ich jetzt so umkippe, wäre es halt doppelt ärgerlich wegen der Ladung halt auch, ne? Danke, Olli. So, okay. Ey, Leute, wir haben es erstmal geschafft, dass wir hier oben sind. Wir haben es erstmal geschafft, dass wir hier sind. Das ist doch schon mal was wert. So, und jetzt muss ich... auf die Karte. So, ich will irgendwie hier runter. Du Scheiße. Das Ding wird hier schon geil, aber das ging. Das sind wir schon mal gefahren heute. Ja, diesen Weg bin ich noch nie gefahren. Ich würde fast mal sagen, ich versuche hier mal irgendwie durchzukommen. Hier hin. Das wird doch ein Pissweg. Das sehe ich doch schon kommen. Das sehe ich doch schon kommen. Cool, dass es halt dann immer wieder, wenn du das so schreibst, Schank, immer wieder Leute gibt, die halt doch so ein kleines bisschen auch so denselben Spielgeschmack dann haben, ne? Das ist schon Wahnsinn. Alter Scheiße.
Mein Herz. Komme ich nicht durch. Dieser eine beschissene Baum da, Nivea. Der. Ey, komm, bitte sag mir nicht, dass du jetzt irgendwo festhängst. Hängt da wirklich? An dieser kleinen Ecke, Dote. So, wenn mir jetzt mal irgendeiner sagen, wo jetzt hier ein Weg ist. Was tue ich? Okay, dann halt direkt dahin, Christian. Komm, 37 Meter, aber 37 Meter können so verdammt lang sein. Okay, ich muss nur hier durch. Den Rest machen wir alles so kaputt. Komm, wo hängst du jetzt? Oh, wir sind auf Kurs, Leute. Das war ekelhaft.
Das Buch von Christian, 37 Meter, genau. Ah, das war auch. Wahnsinn. Jetzt kommen wir nicht mit der Scheiße hier. Weißt du, du fährst hier durch alles und dann sitzt hier so eine kleine Kieselsteine. Der Stein da. Ey, da fällt mir jetzt echt nichts ein. Da fällt mir jetzt echt nichts ein. Nee, das ist jetzt richtig assi. Vor allem, ich muss hier lang. Er zieht nicht links, er zieht nicht links. Ja, genau da musst du hin, du Stücke Mist. Und wieder eine Rille und der Stein. Ja? Normaler Standard für eine russische Autobahn, das kannst du laut sagen. Obwohl die Straßen eigentlich nicht so schlecht sind. Boah. Das war eine Scheiße.